Hallo und herzlich willkommen bei Life is Feudal und heute mit dabei ist der Topper und der Detlef. Hallo. Ja, wir sind heute nur zu dritt am Server und wir machen jetzt gerade folgendes. Der Topper, jetzt zeige ich das ganz geschwind, wir haben da jetzt einmal Lagerfeuer gekräftet, das brauchen wir nämlich für den Kleister zum Herstellen. Aber zuerst zeige ich einmal, ich sehe leider das Pferd nicht. Ja, das ist ein Grafikbug, das ist scheiße. Der Detlef hat gesagt, seht ihr, da ist das Pferd, ja, ich kann da jetzt aufsteigen. Aber irgendwie schwebe da in der Luft. Naja, was soll's. Ich sehe dieses Pferd nicht. Ah, jetzt kann ich nicht mehr aussteigen oder was. Und Detlef hat gesagt, er sieht es auch nicht. Keine Ahnung, was mit denen da los ist. Ist mir ehrlich gesagt egal. So, wir schauen sich einmal an, was der Topper da gemacht hat. Und zwar schaut sich das einmal an. Also der hat jetzt da die letzten zwei Tage nichts anderes getan, als wie da dann das aufzuschütten und zu glätten. Ja, weil nämlich hier oben unsere Burgmauer entstehen soll. Also es ist sagenhaft, was er da geleistet hat, der Topper. Du hast echt eine Macke, Alter. Das ist unglaublich. Ja, ist doch normal, oder? Ja, das ist unglaublich, was er da geleistet hat. Nein, also ich renne das einmal ganz kurz ab für euch, ja, damit ihr seht, wie groß eigentlich unsere Burg wird in Endefolg. Und wie gesagt, wir brauchen ja die Burg mehr oder weniger, also brauchen relativ gesehen, ja, wir möchten gerne die Burg, ja. Nicht König und so, ne? Jeder König hat eine Burg. Nicht? Bei uns gibt es halt keinen König, bei uns ist halt jeder König. Aber im Prinzip wollen wir das eigentlich so handhaben, dass wir da eine schöne Burg haben. So, jetzt, Topper, jetzt kann ich da den Trailer gerade leer machen. Dass jeder eine Burg, also dass wir eine Burg haben, da ist dann jeder halt quasi der König. Und gut ist es. So. Wir haben da nämlich drinnen, haben wir so Building Locks und der Topper braucht nämlich den Wagen und deswegen mache ich den leer. So, zack. So, zwei Stück haben wir noch. Oben. So. Genau. So. Gut, das war's einmal. Ah, der Trailer-Card ist leer, Topper. Wir holen uns jetzt einmal Wasser. Damit wir Kleister herstellen können. Sag, ich hätte eh eine Frage an euch. Und zwar, könntet ihr euch vorstellen, in dieser Zeit in echt gelebt zu haben? So im Mittelalter? Nicht wirklich. Ja, eine Herausforderung wäre es nicht. Ich würde schon mal reingucken. Also ich weiß nicht, das ich hab da... Möglich wäre. Ich bin da zwiegespalten, weil ich sage einmal, du bist schneller am Scheiterhaufen oder schneller der Kopf weg gewesen, ja, als was du Detlef sagen hast können. Das ist richtig. Ja, das ist ein falsches Wort und du bist tot. Ja, du bist ja für, keine Ahnung, für alles mögliche angeprangert worden eigentlich, ne? Und da bist du schnell einmal am Scheiterhaufen gelandet. Ne? Du hast geheißen, du bist ein Hexer. Ich meine, die Frauen haben es überhaupt, glaube ich, noch schlechter gehabt. Ja, die haben die Rothaarigen. Ja, die haben wir zu der Zeit überhaupt nichts zu melden gehabt. Ne? Also die waren wirklich nur für die Küche da, fürs Bett und für die Kinder großziehen. Und mehr, für mehr waren die eigentlich gar nicht zu haben, und wenn sie nicht gewollt hat, ja, die hat wohl müssen. Ob die jetzt Sex wollte oder nicht Sex wollte, das war den Ritter wurscht. Der hat's genommen bei den Haaren und los geht die Geschichte. So. Ich hat einfach herhalten müssen, ob's wollen hat oder nicht. So. So. Kleister. Ehrlich, ich vergessen. Achso, einen Topf brauche ich auch noch. Ohne den geht nix. Da brauchen wir nicht einen Kochtopf, also so einen. Ja, der Topper reitet mit dem Pferd und ist sich nur in Topper reiten. Schaut, das schaut witzig aus. Wie heißt denn der Film da? Der hat es einmal so einen Film gegeben. Sleepy Hollow oder wie der Kassel? Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, genau. Ah, Scheißgaul. Ich finde das witzig. So, wo habe ich denn den blöden Topf hingegeben? Irgendwo war der Topf drinnen. Ich glaube im Haus. Nee, hab ihn schon. So, okay. Den müssen wir jetzt noch anlegen, damit wir da endlich Kleister herstellen können. Denn wir wollen was fertig bauen heute.
Nämlich da hinten die Gerberei. Also, ja, nicht mehr Englisch, glaube ich, Gerberei ist das, ne? Wo man das Fell aufhängt und trocknet, ne? Ja. Oh, okay, na, was ich natürlich vergessen habe, wäre ein bisschen Kohle. Ohne Brennstoff geht da nichts bei den Lagerfeuer, logischerweise. So, das Ganze noch einmal. Zack, da nehmen wir. Wie viel nehmen wir denn? Ja, so 9 Stück, das ist mehr als wie genug. So. Ah, da marschiert er schon, der Topper mit dem Trailer-Card. Und übers Lagerfeuer, na, da freut sich jeder. Zum Glück ist noch nicht. Zum Glück war da noch kein Feuer. Ja, passiert doch nichts. So, gut. Und jetzt dann machen wir Kleister. Und zwar haben wir, glaube ich, 5 Stück brauchen wir. Ich glaube, 5 hat der Doc aufgestellt. So, eins. Oh, ich brauche für einen Kleister 6 Wasser. Ach du Scheiße, da haben wir viel zu wenig Wasser, Leute. Ja, wir bräuchten dann einmal einen Brunnen. Ja, Brunnen war nicht schlecht, aber die Küche wäre natürlich auch genial, ne? Weil dann da spare ich mir immer Lagerfeuer aufzubauen. Ach Gott, das heißt, ich brauche jetzt mindestens noch 18 Wasser. Na gut. Dann lauf, Forest, lauf. Lauf, Forest, lauf. Ja, aber so war das halt im Mittelalter. Alles zu Fuß und ab und zu mal mit dem Pferd, wenn du es gehabt hast. Die meisten haben kein Pferd gehabt. Die sind alles zu Fuß gelaufen. Also wenn der bei einem Marathon heutzutage, glaube ich, da mitmachen würde, der würde wahrscheinlich einen Marathon gewinnen. Ja, wenn du nimmst, dass die wirklich zu Fuß gelaufen sind, Detlef, das war schon, ne? Weil jedes Dorf hat auch keinen Brunnen oder so gehabt, ne? Die haben müssen da, weiß ich nicht, wie weit laufen, dass sie mal Wasser kriegen. Auf die Jagd, wenn sie gegangen sind, nicht alles zu Fuß. Naja. Ja, da haben sie halt ein bisschen der Arschkarte gehabt, ne? Ja, aber voll. Also, wenn der einer einen Esel gehabt hat, war das so, wie wenn heute einer einen Kleinwagen gehabt hat, ne? Und wenn einer ein Pferd hat, hat er einen Rolls-Royce gehabt. Ja, das war erst wirklich ein so, nicht? Weil ein Pferd hat sich nicht jeder leisten können, ne? Das war schon, ne? Ja, die haben ja zu der Zeit eigentlich, die Bauern, kann man eigentlich sagen, das waren ja totale arme Menschen, ne? Weil denen ist ja quasi alles weggenommen worden. Überhaupt, wenn der Papst da zum Kreuzzug aufgerufen hat, ne? Dann haben sie irrsinnig viele Sachen abgeben müssen: Hühner, Fleisch, also Schweine, Kühe, also alles, was halt essbar war, war weg. Weil die Soldaten natürlich, die Ritter, nicht was zum Essen gebracht haben. Und die Bauern sind da nicht gefragt worden, ob der jetzt dafür seine Familie was zum Essen hat. Bitte nicht. Wenn die Kirche ruft, dann hast du gefälligst zu parieren. So war das früher. Ja, war schon eine schlimme Zeit irgendwo. So, und der Kleister ist jetzt fertig. Jetzt werden wir da rüber gehen. Das Feuer, das lassen wir brennen, das schaut gut aus. Und werden da das fertig bauen. Wie haben wir da? 2, 4, 5. Dann können wir da nämlich endlich einmal Felle drauf geben. Holz ist ja schon drinnen, das ist wunderbar, da fehlt nur mehr der Kleister. Was? Instrument Hammer. Oh, okay, wir brauchen ihn. Was für ein Hammer? Primitiven? Das ist jetzt nicht gestanden oder habe ich es nicht gelesen? Scheißendreck. Da werden wir gleich sehen. Nehmen wir mal einen großen Hammer, damit es schneller geht vielleicht. So, let's fetz. Aber was ich weiß, glaube ich, ein Fell haben wir ja schon, ne? Da sollte ja der Doc was mitgenommen haben. Der war ja gestern jagen. Üblich, ja. Und ich hoffe, dass der da. Wenn es nicht in der Tasche hat. Ja, das wollte ich gerade sagen, ne? Dass er das irgendwo reingelegt hat in irgendeiner Kiste, weil sonst da haben wir Arschkarte. Und ich brauche unbedingt 4 Felle. Aber die großen, was ist denn? Die großen Felle sind. Die sind am Ende alle groß. Egal, aber die sehen nur anders aus, die sind anders geschnitten. Ach so, ist das wurscht, also. Okay. Von der Größe her kannst du nicht gehen, aber das liegt am Schnitt. Du weißt,
Dünnes, mittleres und dickes Leder. Mhm, verstehe. Gut. Gut. So. Dann haben wir da noch einen. Und dann das letzte und dann können wir da eigentlich schon schauen, wie viele Fälle wir haben. Und ja. Hast du geschaut, tatsächlich, wie viele Hühner wir noch haben oder sind die auch verhungert? Die Hühner sind einige da, ja, aber wie gesagt, Karnickel, die sind wohl. Mhm. Wobei verhungert. Ja, okay, solange wir noch zwei haben, geht's ja, ne? Ja, die vermehren sich wenigstens so. Blöd ist, wenn gar keiner mehr drinnen ist, ne? Dann können wir wieder Fallen ausstellen. Gut, das war jetzt das. Das haben wir jetzt fertig. Wunderbar. Upsala. So, jetzt rennen wir da wieder zurück. Legen da mal den Knochendings weg. Das brauchen wir nicht mehr. Knochen. Zack. Da rein. Aha, was ist das da? Das sind Felle. Seht ihr? Und die nehmen wir jetzt mit. Und die hängen wir da jetzt auf zum Trocknen. Und dann werden wir gleich schauen, wie lange das dauert, dass das da getrocknet ist. Weil bei diesem Arbeitsgang, da gibt es zwei Arbeitsgänge, nämlich einmal trocknen. Und der zweite ist dann da rein in die Bottiche da. Wenn ich das nur richtig in Gedanken habe. Ja, ja. Beides dauert eine Stunde. Ist das übrig gleich, Detlef, glaubst du? Ja, weiß ja jetzt nicht, weil wir ja eine andere Zeit haben. Eben, ne? Ich setze mich mal kurz hin, meine Stamina ist nämlich gerade im Arsch. Aha. Kann sein, dass es schneller geht. Ja, ich habe auch nur meine 41 Stamina, also so ist es ja nicht. Für die Zuschauer, die was das jetzt da neu dazugekommen sind, die was das nicht wissen, wegen der Stamina. Und zwar ist das da hier unten, das ist unser Stamina, das ist die Ausdauer, was du hast. Ja, also ich halt Maximum 116, habe aber jetzt nur 49, ja. Und irgendwann einmal ist dann so weit, ja, dass du eigentlich kaum mehr gehen oder laufen kannst, ja. Da musst du dich einmal kurz hinsetzen. Und dann lädt sich das quasi wieder auf, ja. Das Problem, was ich nur habe, ich sollte etwas essen, weil das ist nämlich die Essensbalke. Das ist der Balken dafür, in was ein Glauben du gehst. Ja? Entweder guter Glaube oder böser Glaube. Ja? Und das ist die Lebensanzeige. Und das ist unser Maxl, der was uns anzeigt, wenn wir verletzt sind. So, das war die Erklärung. Und jetzt schauen wir mal da rein. Was sagt er uns da, wenn wir das da jetzt da Dingsen machen? Ne? Wenn wir das wieder einsammeln wollen, sagt er uns 58 Minuten. Okay, na passt. Gut. Dann haben wir das einmal fünf Sachen aufgehangen, zwei haben wir noch. Jetzt ist die Frage der Fragen, ich glaube vier brauchen wir da für die Schmiede. Ist das korrekt? Wir brauchen vier, ja. Okay, na dann haben wir sogar eins in der Reserve, das ist schön. Gut. Gut, gut. So, dann kann ich gleich euch zeigen, was sich Neues ergeben hat. Und zwar viel nicht, es hat sich da eigentlich nur, wir haben da ein Lagerhaus gebaut. Da kriegen wir mehr Sachen rein als wie sonst irgendwo. Das Monument ist fertig. Okay, glaube ich, das haben wir aber in der letzten Folge schon gesehen. Und da hat der Doc ein Steinhaus oder Small Plaster Haus hingestellt. Das ist noch nicht fertig. Da fehlen noch ein paar Sachen. Also hauptsächlich fehlen da 2, 4, 6, 8, das sind noch drin, sind 15, also 35, also Building Lock fehlt da noch. Mörtel ist schon drin. Drei Türen, die vier Fenster haben wir drin und 150 Dachziegeln, die müssten auch noch hergestellt werden. Aber das machen wir eigentlich jetzt noch nicht, weil wichtiger für mich ist da die Schmiede. Und da müssen wir 200 Steine mal hören. Rock, die holen wir jetzt einmal. Und ja, jetzt habe ich da irgendwas in Inventar, was ich nicht brauche. Ja, habe ich. Da werden wir sicher ein bisschen leer machen. Ich meine, ich habe da noch ein bisschen Stein, habe ich ja da vorne, habe ich ja noch liegen. Die Säge gehen wir mal raus aus dem Inventar. Die Axt auch und den Hammer auch dabei. Ja, dann können wir nämlich schneller laufen. So, zack. Wir haben da nämlich noch Steine, die werden wir mal diese wegnehmen, bevor wir da rauflaufen zur Mine. Und werden wir die auch wegarbeiten, damit der Platz da wieder schön ausschaut. So, einmal.
zweimal und jetzt dann noch dich, diese weg, das ist die von Nano, so 30 Stück oder was sein. Und dann haben wir das auch weg. So, okay, dann können wir das schon mal da reingeben. So, das heißt, wir brauchen jetzt dann noch was? 80, 120, also eigentlich 181 Dingeskirchen, nein, Steine brauchen wir noch. Kurz einmal auf die Karte geschaut, damit wir ungefähr auf die Mine hinlaufen. Ja, so, die Richtung. Gut, dann gehen wir geschwind Steine klopfen. Habe ich jetzt eine Pickaxe mit? Ja, habe ich mit. Passt. Wir haben uns ein paar Steine holen, damit wir das da fertig machen können. Aber meine lieben Freunde, das war's leider schon wieder von dieser Folge. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns dann in der nächsten Folge bei Life is Feudal. Wenn euch der Teil gefallen hat, schaut doch beim nächsten Mal auch wieder zu. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen ciao, ciao. Ciao.